Hallihallo. Wie ihr gesehen habt, habe ich eine Idee gehabt zu den Stanzen, die was es da jetzt beim Action zuletzt gegeben hat. Das Elfenhaus da. Dieses hier. Ja, im Prinzip einen 3D-Kürbis zu machen, also eine wunderschöne Herbst-Deko, eventuell nur so für Halloween. Und zwar, das habt ihr eh schon gesehen, schaut der so aus. Ja, prinzipiell braucht man von den Stanzen nur einmal da die große und die Blätter da. Um diesen hier zu machen. Den habe ich jetzt für 6 mit Notenpapier gemacht, mit grünen Blättern, also eher so, ja, ich würde jetzt sagen, vintage-mäßig so ein bisschen. Geht aber auch anders. Da habe ich jetzt aber nur einen halben, ich erkläre euch gleich warum. Was heißt nur einen halben? Der schaut von oben so aus. Da habe ich dann, sage ich jetzt mal, eine eher kindliche Variante gemacht, wo ich dann eben auch Türen und Fenster und Blümchen drauf dann habe. Also da habe ich auch aus dem Set die Tür hergenommen und einmal dort den Rahmen, die kleinen Fenster da, die viereckigen, die Blümchen und da die kleine Wiesen, die ist da unten auf der Fensterbank, sage ich jetzt mal, drauf. Und da habe ich aber da dahinter bis 6 so ein kleines Viereckerle auf. Oder ich habe das alles auf ein kleines Viereck geklebt, so muss ich sagen. Weil das auf dem ja, Wadenpapier, das da im Prinzip dann entsteht, festzukleben, das kleine Fenster, das ist fast unmöglich. Deswegen habe ich mir jetzt einfach abgeholfen, indem ich da ein kleines Quadrat dahinter geklebt habe. Und das sind dann halt meine Fenster. Da bei der Tür habe ich zusätzlich da in der Scheibe so ein bisschen an Glitzer eingetan. Der Türgriff ist auch so rot. Ich habe die jetzt nicht mehr. Das sind die 3D. Ja, die kleinen Klebeflaschen da vom Action. Und warum ist der nur halb? Das ist der orange Cardstock, der was. So, jetzt habe ich schon wieder nichts mehr da. Es gibt den Hobby-Karton da, den gibt es ja auch so in A5. Und aus dem ist der gemacht. Und der hat ja 200er Grammatur. So, prinzipiell kein Problem. Ich habe da, jetzt muss ich nochmal überlegen, 28 Teilchen ausgestanzt und bin trotzdem beim Auseinanderklappen nicht weiter als bei die Hälfte gekommen. Das heißt, je dicker das Papier ist, umso mehr Teile braucht es. Das heißt, da habe ich jetzt, wie gesagt, 28 hergenommen. Also ja, da brauchst dann fast 60 Teile. Im Prinzip ist das alles, was ich an orangen Karton da gehabt habe. Also aus dem, von dem Hobbykarton. Ich habe kein dünneres Papier da gehabt, deswegen bin ich dann auf Notenpapier umgestiegen. Also kein dünneres oranges Papier, so muss ich sagen. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, der gefällt mir viel besser. Er ist jetzt zwar nicht orange und jetzt nicht so kürbismäßig, ja, aber mir gefällt der total gut. Ich habe eigentlich, so wie ich den bei mir daheim jetzt dekoriert habe, im Prinzip eh schon ins Vorschaubild eingetan. Das ist halt auf so einem großen silbernen Teller drauf. Da habe ich eben die Blätter und die Beeren und den Holzzweig. Ja, also mir gefällt der irrsinnig gut. Ich hoffe euch auch. Und wie wir den eben machen, das zeige ich euch jetzt. Im Prinzip relativ einfach. Und wenn es das so machen wollt, zum Beispiel fürs Kinderzimmer oder wenn es euch so wirklich auch einfach gefällt zum irgendwo hinstellen, geht komplett gleich wie der. Wie gesagt, dünnes Papier hernehmen, also
Im Prinzip reicht schon, wenn es oranges Kopierpapier oder so habt, ist schon vollkommen ausreichend von der Dicke her, weil dann könnt ihr mit 28 bis 32 mal ausstanzen. Ja, es ist wieder ein Haufen zum Ausstanzen, aber ich finde das Ergebnis wirklich wieder schön. Könnt ihr dann problemlos die Runde, wenn ihr dünnes Papier habt. Und dann, wie gesagt, die Fensterstellen, die Türen und Deko, und dann kann man es auch irgendwo schön auf ein Tellerle hintun. Man der halbe, ich finde auch schön. Du kannst schon halt dann wirklich so irgendwie anders straffieren. Ja, gut, bevor ich jetzt noch lang weiterrede, starten wir, würde ich sagen. Jetzt tun wir mal die zwei Teilchen da ein bisschen weg. Also, wie gesagt, brauchen tun wir. Im Prinzip zwei Stanzen aus dem Set, nämlich einmal die große da und einmal die, wo die ganzen Blätter drauf sind. Und Deko-Element, je nachdem, was ihr es haben wollt. Aber wir machen jetzt einen ohne Deko. Den habe ich ja mit Notenpapier gemacht. Diesmal habe ich mir ein anderes Papier ausgesucht, nämlich das da. Und prinzipiell braucht es einfach mal so ungefähr A6 Blätter. Ich sehe schon, die habe ich mir einfach leider zurechtgerissen. Also da, das waren riesengroße Blätter und da bin ich einfach mit dem Lineal her und habe mir die zurechtgerissen. Da habe ich glaube ich 28 hergenommen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Zwei habe ich schon ausgestanzt. Die werden wir noch ausstanzen. Und die anderen habe ich alle schon hergerichtet, weil bis ich die alle zusammengeklebt habe. Ja. Ich zeige euch eben dann noch, wie es geklebt hat und gut ist. Weil es braucht es mir nicht bei 28 oder $32 zuschauen, wie ich kleben tue. Gut. Prinzipiell die Seite, die man dann da mehrer sieht, also sprich die, was da oben offen ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein gemustertes Papier nehmt, das was doppelt gemustert ist, ich meine, das schaut halt hinten einfach, es ist auch schön, aber halt nicht so extrem gemustert wie vorn. Das tue ich mir innen ein. Das heißt, ich lege mir das jetzt einfach mal da in der Hälfte zusammen. Mit dem mache ich es genauso. Und der Vorteil beim dünnen Papier ist, es könnt ihr immer zwei zusammen ausstanzen. Das funktioniert. Weil ich habe es mit denen und auch mit den Notenblättern genauso gemacht. Das heißt, nur halb so oft ausstanzen, wie man eigentlich Teile hernimmt. So. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass die wirklich da komplett Kante an Kante liegen. Und dann brauchen wir die Stanzform. Und die liegt jetzt da so drauf. Jetzt sind sie natürlich verrutscht. Ich muss das nachher nochmal richten, bevor ich es rein tue. Das legst du auch so drauf, dass im Prinzip das Stickel da, wo dann die Rundung anfängt, genau drüber geht. Also ich hebe es jetzt mal so her. Und genau so müsst ihr das ausstanzen. Solltet ihr das Stanzset nicht haben, genau, das wollte ich auch noch sagen, könnt ihr euch im Prinzip einfach so eine Vorlage zurechtschneiden. Das könnt ihr es auch größer machen, das könnt ihr es kleiner machen. Und dann halt mit der Hand aufzeichnen und ausschneiden. Funktioniert garantiert genauso gut. Der einzige Vorteil von den Stanzen ist halt, dass meine Teile wirklich auch alle hundertprozentig gleich groß sind. Wenn ich sie immer schön richtig anlege. So. Das heißt, tue ich mir das da einfach auf meiner Platte schön ausrichten. Funktioniert so nicht. So. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich sitze nicht genau vor der Stanzmaschine, sondern ein bisschen daneben. So. Dann legt es das so an, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und wie gesagt, wenn das Papier dünn ist, sind zwei Lagen überhaupt kein Problem. Und dann durchkurbeln.
einmal vor, einmal zurück. Reicht vollkommen. Und dann habe ich meine zwei Teilchen ausgestanzt. Kann man die mal weg tun da. Das hebe ich mal auf, weil ja, kann man vielleicht noch irgendwo anders verwenden. Und im Prinzip habe ich da jetzt eben, durch das, dass ich es eben immer gleich anlege, nämlich bei dem Bogerleger hinten, sind meine Teile eben jetzt alle gleich groß. Wenn ihr es mit der Hand schneidet, kann ja passieren, dass man es vielleicht einmal ein bisschen falsch schneidet oder so. Wenn es jetzt nicht gerade ein halber Zentimeter Unterschied ist, glaube ich, fällt es jetzt auch nicht wirklich so auf. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gut, also wie gesagt, die habe ich schon geklebt. Die vier klebe ich mit euch jetzt noch. Und zwar einfach mit Flüssigkleber. Also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir da das auf der Matte angelegt, dass ich da in etwa, ich habe es so gemacht, dass ich sie so. Dass ich da halt mir einen Mittelpunkt suche. Ich mache es jetzt da, dann geht es besser. Also in dem Fall die Linie, da die Dicke, das ist jetzt mein Mittelpunkt, weil da und da geht es mir gleich weit außer. Weil dann habe ich nämlich immer die gleiche Klebefläche. Und jetzt geht es einfach her. Jetzt muss ich gerade schauen, weil die sind nämlich ein bisschen anders. Also die Stanzform, die ist oben ein bisschen rundlicher als wir unten, nicht dass ich die jetzt voll drauf klebe. Aber ich denke, weil die anderen habe ich ja alle in einem Zug drauf geklebt. So, so kann sie drauf. Also, irgendwo positionieren, dass ihr einen Mittelpunkt habt. Und in dem Fall bin ich jetzt hergegangen und habe mir da vom Rand einen Zentimeter einer und da ziehe ich mal zu meiner Klebelinie so gerade wie möglich um mich. Ja. Machen wir oben den Bogen. Da haben wir noch ein bisschen Kleber rein und das mache ich auf der anderen Seite genauso. So. Und dann geht es her und nehmt das und legt das da so drauf. Einfach schauen, dass da hinten die Kante schön ist, dass da eben gut anliegt, ein bisschen andrucken und das könnt ihr jetzt einfach mit euren ganzen Teilen machen. Bei mir sind es ja Gott sei Dank kleine vier. So. Und je dicker das Teil wird, umso schwieriger wird es mit Kleben. Also ich warne euch jetzt schon einmal ein bisschen vor, weil sich das ja klarerweise auch immer wieder ein bisschen nach oben druckt. Da ist ja überall Luft dazwischen. Aber es ist machbar. Ist jetzt keine Hexerei. Und wenn es das wirklich alles in einem Zug durchklebt, seid ihr irgendwo in der Übung. Und dann geht es einem nur leichter. Also. So. Und das letzte. Wie gesagt, das sind jetzt 32 Teile. Also ich habe da 8 A4 Seiten gehabt und habe die auf A6. Zurechtgerissen. Upsala. Dann kontrollieren wir das da jetzt gerade nochmal. Passt. Und dann tut es jetzt einfach irgendeine Klammer. Es kann eine Wäscheklammer hernehmen oder sonst irgendwas, was da einen Druck ausübt. Also wenn es Wäscheklammern hernimmt, halt 2 oder 3 drauf tun. Und zwar ungefähr da eben, wo eure Klebekanten war. Und das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen trocknen. So. Dann, wie gesagt, Blätter habe ich die da hergenommen und ich habe mir da jetzt schon welche ausgestanzt,
Weil, ja. Also da habe ich einfach grünes Papier genommen, habe das drauf dann durchgehobelt. Ich habe keine Ahnung, wie viele das jetzt sein. Aber es sind schon einige. Damit ich hoffentlich genug habe, um die Runde zu kommen. Dann braucht es irgend so ein kleines Stück Restpapier, wo es euch so Pi mal Daumen an Kreis ausschneidet. Der muss nicht schieren sein. Da geht es nur darum, dass wir eine Klebefläche für die Blätter haben. Achso, das habe ich vergessen zu sagen. Es braucht das da oben, der Stängel. Das ist so ein Papierstrohhalm. Das sind jetzt die vom beim Action gibt es ja die Halbliterbackeln Durchlöscher. Der eine oder andere wird sie kennen, die Sarah. Meine Tochter trinkt die irrsinnig gern, aber sie mag die Papierstrohhalme nicht da. Deswegen tut sie die immer irgendwo auf Zeiten, weil ich gesagt habe, ja, vielleicht brauche ich sie mal zum Basteln. Ja, ich brauche sie. ich habe mir da jetzt einfach, ja, gut ein Stickel, die Hälfte eigentlich, mit einem grünen Stempelkissen bin ich da einfach die Runde gegangen. Das habe ich auch schon vorgemacht, weil es ist ganz leicht beschichtet, damit es dann gescheit trocknet. Da in der Rille ist es jetzt nicht so schön grün, aber das stört mich persönlich jetzt nicht. Wenn ihr das komplett grün haben wollt, könnt ihr es auch mit, weiß ich nicht, Twinmarker anmalen oder mit Acrylfarbe oder was halt daheim habt. Aber dass das halt ja, grün ist, den habe ich fast vergessen. Eich sagen. Also den braucht es auch. So. Und mit den Blättern. Da machen wir jetzt in den super schönen Kreis. Also der ist, also der Wuckel, der ist super. Da macht es jetzt da in der Mitte einfach mit dem Cuttermesser so ein X rein. So. Und dann nehmt euch einen Bleistift oder was halt habt und bohrt euch da ein Loch. Einfach so ein bisschen rein, dass das ungefähr so groß ist, dass der Strohhalm durchpasst, den ihr da habt. Also in dem Fall habe ich es jetzt genau gut getroffen. Die Wuckerlein da unten, die schneide ich mir jetzt gleich weg, weil die stören dann beim Kleben. Ja. Gut, das heißt, das schaut jetzt so aus. Und auf den Kreis kleben wir uns jetzt die Blätter drauf. Und damit es nicht gar so schwierig wird, drehen wir da jetzt einfach mal ein bisschen ein doppelseitiges Klebeband drauf. Dass die Blätter einfach schon mal so einen ersten Halt haben. Ja, das ist wieder ein bisschen eine fummelige Arbeit, aber alles machbar. So, und wenn ich das jetzt habe, tue ich mir da jetzt aber trotzdem noch. Ich glaube, der ist mir fast zu groß, der Kreis. Jetzt muss ich gerade kurz schauen. Ja. Ich muss den ein bisschen kleiner schneiden. Er wird dann noch schöner. Also, boah, das ist ein Wahnsinn. So, und da, wo jetzt kein Klebeband ist, da tue ich mir noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Doppelt hält besser, wisst ihr. So, und da gehe ich jetzt her und suche mir mal da die größeren Blätter aus. Und die klebe ich mir jetzt so hin, dass ich mein Loch nicht wieder zumache. Kamera, kannst du scharf stellen? Danke. Also so mit der Spitze bis zu dem Loch, das was wir uns gerade gemacht haben. So, wie gesagt, jetzt suchen wir mal da die größeren, suchen wir da jetzt mal außer. Das auch noch. Und mit denen gehe ich jetzt mal so rundum. Da könnt ihr jetzt auch ruhig so Lücke dazwischen lassen, weil wir haben ja dann nur die kleineren, die das dann wieder auffüllen.
Na, das gefällt mir jetzt aber nicht so. Ups. So. So, da la. Und mit den Kronen gehen wir jetzt einfach her und tun eben die Zwischenteile, was jetzt noch weiß sein, überdecken. Das heißt, ich tue mir da jetzt einfach auf das Blatt da auf der Hälfte Kleber drauf und kleben wir das dann einfach da drüber. Upsala. Jetzt bleibe ich selber beim Klebeband hängen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich da zwei verschiedene Grün habe, obwohl das Bordsleinen Krautstock vom Action ist. Sehr interessant, okay. Aber egal, macht das Ganze etwas lebendiger, sage ich jetzt einfach mal. So. Ja, haben wir da noch irgendwas, was ein bisschen größer ist, das da. Das da. Jetzt muss ich auf die verschiedenen Grüntöne ein bisschen aufpassen da. Aber geht schon. So. Und ich hoffe, ich habe mir meinen Kreis jetzt nicht zu weit zugepickt da. Weil irgendwie kriege ich da ein weit in die Mitte rein. Das ist das Problem, weil ich nicht wirklich viel. Nein, nein. Weil ich nicht so viel sieg da. So, zwei noch. Also habe ich mehr wie genug ausgestanzt. Ich glaube, ich habe sie viermal, glaube ich, habe ich sie ausgestanzt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber sowas in der Art. Haben wir dann noch so ein dunkleres? Und das da noch? Ja, tun wir das da noch her. So. Alles nochmal ein bisschen festdrucken. Und im Prinzip zeigst du schon, für was der Kreis einfach gut ist, damit die Platten einfach alle ja, gut zusammenheben. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Jetzt lassen wir das dabei trocknen. Dann machen wir da weiter. Das sollte funktionieren. Ja. Also das heißt, ich habe jetzt ja die Teile da festgeklebt. Also, da ist offen, weil ich habe das ja oben und unten festgeklebt und die anderen sind ja noch komplett offen. Das passt. Und da fange ich an. So. Und jetzt braucht es nur hergehen. Also die Teile, was jetzt noch nicht verklebt sind, also nicht da, wo die Tasche ist, sondern da, wo komplett offen ist, legt euch wieder ungefähr dahin, wo Mitte ist. Und dann geht es her und macht euch da ein Punktel hin. So einen halben Zentimeter ungefähr herinnen. Und tut die Tasche draufkleben. Dass das nächste, was offen ist, wieder da habt. Da kommt auch wieder ein Punkt drauf. Im Prinzip geht eh an die ganze Tasche mit. Also da, das funktioniert eigentlich ganz gut. So, das letzte. Und auch da Klipse drauf und trocknen lassen. Ich bin dann gleich wieder da, wenn das trocken ist. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt knapp 5 Minuten trocknen lassen. Also ich habe dabei mein Wäsche in den Trockner gehaut. Und ja. Und im Prinzip, wenn es das jetzt aufmacht,
sechs schon haben wir unsere Wabenstruktur da. Also die kann man sich wirklich ganz upsala einfach selber machen. Und wie gesagt, jetzt habe ich 32. Ja. Gar nicht so einfach. Geh ich her jetzt. Und der Section, der ist ein bisschen dichter als bei der. Also da habe ich 28 hergenommen, da 32. Es könnt ihr auch noch mehrere hernehmen, umso dichter wird er. Wobei ich glaube mit 32, glaube ich, schaut das schon ganz gut aus. Wohl, gefällt mir. Auch von der Farbe her, weil da das Grün mit drinnen ist und der Rest im Prinzip so Backpapier und Brauntöne. Also ich liebe das Papier. Nur mal so ganz nebenbei erwähnt. So. Jetzt müssen wir einen Strohhalm da reinkleben. Für das müssen wir aber zuerst mal die Platteln auffädeln. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil ich habe mir mein Kreis in der Mitte etwas verklebt. Also da sieht man es eigentlich gut. Die schauen da ein bisschen durch, aber das soll trotzdem funktionieren mit etwas hoher Gewalt. Also auf jeden Fall von hinten durchfahren. Oder von unten in dem Fall. Ja. Weil dann drucken wir uns nämlich da die Blätter etwas nach oben. Das schaut besser aus, als wenn sie nach unten eingehen. So, dann ziehen wir jetzt so weit an, dass eben da der Knick da drauf ist. Und dann gehen wir her, wenn ich mal Falzbein finde, wo ist es? Da. Und dann gehen wir her und tun die gerade so ein bisschen drüber ziehen. Jetzt haben wir das Wort fast nicht eingefallen. So. Der ist jetzt natürlich da oben viel zu lang. Also, ihr seht schon. Und da bin ich einfach hergegangen und habe das schräg abgeschnitten. Und zwar so. Dann schneiden wir den ab. Da. So. Also einfach so schräg abschneiden. Und damit es jetzt da nicht wieder so extrem weiß ist, gehe ich da jetzt einfach nochmal mit dem Stempelkissen drüber. Das heißt, ich tupfe da einfach ein bisschen so drauf. Es ist zwar dann innen drinnen noch weiß, aber mir ist es egal. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann einfach, wie gesagt, mit was auch immer ist, das dann einfärbelt. Mit einem Pinsel kann man ja zum Beispiel auch so innen rein. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt nicht so schlimm. So. Und dann müssen wir den unten klarerweise auch noch kürzen. Das heißt, ich tue mir den da ungefähr einen Zentimeter nach dem Knick, heben wir dann mein Kürbis hin und lassen aber nicht bis ganz unten, sondern bloß ein Stückchen weiter oben. Also wenn ich den jetzt da so hinhebe, da fällt jetzt ja knapp ein halber Zentimeter. Habe ich Luft. So. Und dann wird es jetzt wieder ein bisschen friemelig. Jetzt geht es jetzt einfach her und nimmt sich da die zwei Teilchen. Da war eine dritte Hand fein, aber es geht nicht anders. So. Ich glaube von oben fast besser. Also ich, da oben reinfahren geht es besser. Und jetzt müssen wir da einen Kleber drauf tun. Der irgendwie schon wieder. Ah, da ist mein Krosser. So. Der ist auch schon wieder verklebt. Ja, den habe ich heute schon wieder viel im Gebrauch gehabt. So. Den hätte man vielleicht davor aufmachen sollen. Mein Gott, ne? Und der rinnt schon. Da einfach Kleber in die Dingsel einnieder, in die Kufen, wie auch immer. Und dann, jetzt muss ich schauen, wo, na, das passt eh. Dann legst du euch einen Strohhalm da rein. Jetzt klappt das schon wieder zu.
Und jetzt müssen wir die zwei Teile natürlich auch noch gleich zusammenkleben. Das heißt, einmal, das sehe ich jetzt fast nicht, gehe jetzt da oben, wo ich davor schon geklebt habe, her und tue mir Kleber drauf. Und da unten. Also das, was wir zuerst geklebt haben. Und dann dreht es euch zu. So. Ich weiß, das schaut jetzt ein bisschen Ding aus, aber so schwierig ist es eigentlich gar nicht. So. Und schauen, dass der Strohhalm da drinnen bleibt. Ich glaube, so ist es fast besser. So sechs ist es zwar nicht, aber ich tue mir leichter. Und im Prinzip ist jetzt da der Kleber und da der Kleber. So. Und dann braucht es wieder irgendwelche Klipseln. Immer dort Sicherheitsnadeln, ja. So große Büroklammern geholt. Und die schiebt sich jetzt da rein. So. Da wo der Kleber war. Und jetzt könnt ihr den Strohhalm so weit einstecken, wo ihr ihn haben willst. So. Und jetzt müssen wir wieder warten, bis der Kleber trocken ist. Aber im Prinzip ist er fertig. So, machen wir den nochmal zu. Den machen wir auch zu. Dann müssen wir den noch abwischen. Ich ramme dabei ein bisschen auf. Na, die Büroklammern müssen jetzt im Prinzip auch wieder 5 Minuten mindestens oben bleiben. Weil durch das, dass ihr jetzt da zusammengetan habt, ist natürlich Spannung drauf. Nicht so wie vorher, weil da war es ja einfach nur das Backerl. Jetzt ist Spannung drauf, das heißt, das muss jetzt wirklich gut trocknen. Also ich würde es mal mindestens 10 Minuten, 15 Minuten oben lassen, bevor es dann die Klammern weg tut. Aber im Prinzip, wie gesagt, ist er jetzt fertig. Also denkt euch mal die Büroklammern da weg. So. Da sind noch ein paar Kleberfäden, sehe ich gerade. Aber so schaut der jetzt aus. Prinzipiell ist er jetzt nicht schwer zu machen, wie ich finde. Und das ist halt wieder eine nette Idee, um die Stanze einfach anders herzunehmen. Ja. Und es hat so schöne Herbstdeko, Halloween-Deko, wie auch immer. Meine Idee zu dieser Stanze, um sie anders zu verwenden. Ja, habe ich glaube ich schon gesagt. Wie gesagt, es kennst denn dann so wie ich eben mit so ein bisschen Herbstdeko trapieren oder eben weiter ausschmücken mit die Elemente, was da dabei sein. Dann habt ihr so wirklich ein grobes Häuschen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn man da vielleicht mal so noch kleine, nette Figuren hat, so Zwergeln oder sonst irgendetwas, was man dazustellen kann. Oder ja, dann schaut das richtig nett aus. Ja, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Also ich habe jetzt die zwei, ich werde sicher nur anmachen, nämlich mit alten Buchseiten. Das ist nämlich auch noch. Dann habe ich im Prinzip so, ja, drei verschiedene. Mit den Buchseiten wird zwar wieder ähnlich ausschauen als wie der da, weil es einfach von der Farbgebung her relativ gleich ist, aber schaut sicher wieder anders aus. Also das werde ich sicher auch noch machen. Und wenn ich irgendwo ein dünnes oranges Papier herkriege, dann werde ich sicher an schönen Orangen auch noch machen. Ja. Ich finde, die kann man auch wirklich nett verschenken. Freut man sich sicher drüber, wenn man so einen handgemachten Kürbis bekommt. Vielleicht wirklich gleich so auf einem Teller angerichtet, mit Zellophan eingepackt. Wenn du irgendwo eingeladen bist, ja. Sicher eine nette Idee.
Gut, wie gesagt, den lasse ich jetzt noch trocknen. Den tue ich dann wieder unten ins Wohnzimmer auf mein Tellerle drauf. Der bleibt bei mir im Bastelzimmer. Den habe ich so in Halbform eben am Fensterbrettel momentan stehen. Ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wer noch kein Abo hat, darf mir gerne ein Abo dalassen. Freue ich mich natürlich auch irrsinnig drüber. Das 2000 Abo Gewinnspiel wird jetzt dann auch bald kommen. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen weiter drüber. Aber es ist ja jetzt vorher einfach nicht ausgegangen. Ja, aber ich habe ein bisschen was eingekauft und gibt es wieder was Schönes zu gewinnen. Mehr verrate ich da noch nicht da. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer es habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Tschüss!